Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran NFL American Football. Wieso eigentlich? Wieso zocke ich das eigentlich? Ja, ich spiele alle NES-Games dieser Welt und ich kann mit Football so überhaupt nichts anfangen, Leute. So gar nichts, aber da muss ich durch. Football ist fast so schlimm wie Baseball für mich. Bei Baseball-Games finde ich die Mechanik immer schrecklich. Und bei Football kenne ich mich einfach nicht aus. Ich habe keinen Plan von Football und es gibt gefühlt viel zu viele Football-Games am NES. Ja, ich spiele die Broncos. Man sagt mir wenigstens vom Namen irgendwas. Die scheinen bekannt zu sein. Ja, ihr dürft mich in den Kommentaren ein bisschen steinigen für mein Unwissen. Computerteam ist... die Redskins! Die kenne ich aus South Park. Da gibt es eine tolle South Park-Folge über die Redskins. Ja. Los geht's! Münze wird geworfen! Und der Spaß kann beginnen! Der große Spaß, der große Football-Spaß am NES. Oh Mann, wieso eigentlich? Wieso tue ich das? 10 Minuten meines Lebens. Okay, ich bemühe mich, ich gebe mir Mühe. Vor allem ist das Spiel noch dazu von LGN. Das heißt, es ist nicht nur Fußball, nicht nur Football, sondern es ist, es muss auch schlecht sein, weil sonst wäre es nicht von LGN, sondern von irgendjemand anderen. Von LGN ist ja nicht viel Gutes gekommen. Ich würde gern. Ja, ich habe versucht auszuweichen und so. Hat nicht so gut funktioniert! Nein! Okay. Weiter geht's. Wieso geht's nicht weiter? Ich würde gern weiterspielen. Ich drücke A, ich drücke B, ich drücke Start, ich drücke Select. Was muss ich aussuchen? Okay. Das ist jetzt voll die Strategie hier. Ich bin der Typ da. Und, und bin schon wieder down. Okay. Also ich bin nicht nur schlecht, sondern habe keine Ahnung. Leute, erklärt mir was über Football, bitte. Ihr könnt mir in den Kommentaren eine kleine Football-Erklärung da lassen. Warum schaut ihr das Ganze? Warum findet ihr Football gut? Warum sollte ich mich ein bisschen mehr mit Football beschäftigen? Vielleicht sollte ich das gar nicht. Ich renn vor einfach. Nein. Oh ja, ich renn vor. Ich glaube, das war jetzt gar nicht mal so übel, oder? Oder doch? Keinen Plan. Ich drücke jetzt wieder irgendwas. Timeout? Nein, ich möchte weiterspielen. Danke. Bock hat Timeout. Ich würde es gern hinter mich bringen. Ja, also ich finde, also wenn man keine Ahnung von dem Sport hat, ist finde ich American Football noch schlimmer als Baseball. So spielerisch. Mit fange ich so zu null an irgendwie. Wie so oft kann ich nur erwähnen, die Serie Blue Mountain State. Von der Serie Blue Mountain State beziehe ich mein komplettes Wissen über Football. Und wer die Serie kennt, weiß, die hat nicht allzu viel mit Football zu tun. Die hat viel mehr mit Frauen und Alkoholkonsum zu tun. Ist unterhaltsam. Come on. Wow, voll die Grafik. Passt ein Vetter. Und jetzt? Ich hab. Wieso rennt denn die? Nein, ich mag es nicht. Ich mag das nicht spielen. Ich bin so hart am Verlieren. Come on. Tu es. Mach einen Pass. Der passt nach hinten.
dass die beste Idee ist, nach hinten zu passen. Pass nach vorne, geh weiter. Nicht gut. Und nein, der fängt nicht, der darf nicht fangen. Nein, er dreht ins durch dieses Tor da. Durch dieses Tor da. Ist, glaube ich, nicht gut für mich ausgegangen. Ah, die Redskins haben schon 10 Punkte, die Broncos haben keinen. Ah, die Redskins, die rocken mich ordentlich weg. Okay, weiter geht's. Ich muss den Ball irgendwie fangen. Wo kann ich mein Maxi steuern? Wo ist mein Maxl? Da ist mein Maxl. Gut, ich habe den Ball. Also den Ball, ihr wisst schon. Die Wuchtel. So, und der hat mich da weggebrezelt. Hätte ich vielleicht abgeben müssen. Wäre vielleicht schlau gewesen. Ja, es macht alles und nichts, Leute, weil ich weiß, diese Let's Plays schaut sowieso keiner. Die Let's Plays von irgendwelchen Fußballspielen schaut kein Schwein. Ich habe irgendwelche mit 2 Views, wo andere Games 100 haben. Ja. Wieso? Ich würde es mir auch nicht anschauen. Ich würde es mir auch nicht anschauen. Nö, will ich nicht. Ich will sie nicht mehr spielen. Irgendwann kann ich dann sagen, ich habe alle NES-Games gezockt und dann wird jemand herkommen und mich auslachen und sagen, haha, auch die ganzen Sportspiele, auf die du keinen Bock hast, dann muss ich sagen, ja. Ja, auch damit habe ich meine Lebenszeit verschwendet. Ich wollte eigentlich passen. Hat nicht so funktioniert. Nicht ganz. Nicht ganz. Jo. Ich kann euch nur empfehlen, andere Let's Plays von mir. Davon gibt es einige. Ich bin kurz vor 400 NES-Games. Insgesamt gibt es in allen Regionen circa 1000. Eigentlich möchte ich gerne alle spielen. Ich bin noch einen weiten Weg von mir. Noch nicht mal die Hälfte. Und ich zocke jetzt schon eine ganze Weile dieses ganze NES-Zeug. Ja. Also wenn ihr wissen wollt, wie gut ein NES-Game ist, dann könnt ihr mit knapp 50% Wahrscheinlichkeit ein Let's Play von mir finden. Ah, come on! Ja. Schnappt ihr das Bällchen? Rutzebutze. Da freut sich der Google Translator im Hintergrund, der die Untertitel schreibt, wenn ich Rutzebutze sage. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Ihr könnt es euch ja anschauen. Falls ihr nichts Besseres zu tun habt, aber wenn ihr mir beim NFL-Spielen zuseht, dann habt ihr ziemlich sicher nichts Besseres zu tun. Außer ihr seht gern einen Gamer leiden. Oh Mann. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Was soll vorbei sein? Geht schon. Schuss. Action. Und Ball. Schnappen. Schnappen. Vorrennen. Ducken. Dribbeln. Dodgen. Ja, es passt darüber, das ist schlecht. Nimm ihn den. Ja. Hehe. Na, wieso? Habe ich ihn gehabt jetzt? Mann. Selten hat jemand so wenig Ahnung gehabt und so ein Spiel gespielt. Selten war das der Fall. Ich habe es gemacht. Ja, Leute, ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Wenn ihr bis hierher gesehen habt, dann hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ja, es gibt jede Menge andere Let's Plays von mir. Kann euch empfehlen, schaut irgendwas anderes. Irgendwas, was nichts mit Football zu tun hat. Und ansonsten Daumen hoch wäre trotzdem nicht schlecht. Und abonnieren natürlich, dann versäumt ihr keins von diesen super spannenden Let's Plays.
von Spielen, auf die ich keinen Bock habe. Und da die 10 Minuten sind um und ich bin raus. Ciao, ciao.